Komm mal hier mit rein. Komm mal her. Weil da liegt Schrotgewehr, die kriegen wir gleich. Und alles Geld mitnehmen. Die gab's hier. Ich glaube hier irgendwo hier im Haus gab's die. Irgendwo. Da liegt ein Erste-Hilfe-Spray. Wie voll ist. Gut, da passt noch eins rein. Sehr schön. Ja, Schlacken. Die ist nicht mehr verriegelt. Wow! Boah, Kacke. Ah. Oh, Pistolenmunition. Oder ja, mal. hier, ah, hier ist eine Brandgranate. Oh, die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Wo gab's nochmal die scheiß Schrotgewehr? Ja, zur Not kaufen wir das gleich. Hier ist eine Kiste. Dann mach mal auf. Eine Antike antike Uhr. Uhr. Interessant. Das sind Schätze. Manche Schätze kannst du mit anderen Schätzen kombinieren, dann wären sie deutlich mehr wert. Also immer die Echt? Schätze gut aufbewahren, bis wirklich entweder Geldmangel herrscht und du halt ganz dringend brauchst. Und man oder die vielleicht miteinander irgendwo kombinieren. Okay, Schrotgewehr habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Und durch! Eine Frau. Aha, die stirbt. Spoiler-Alarm. Unfreiwillig. Weiß doch gar nicht, ob die stirbt. Ach, Ich guck habe nur mal, gesagt, die Schlüssel. stirbt. Ist doch irgendwie logisch, dass Oh. sie stirbt, oder? Ach, genau dafür brauchen wir Schlüssel. Da hinten ist das Schrotgewehr, hängt da an der Wand. Hast Cool, ich du habe ein Schrotgewehr. kannst mit Schrotgewehren Ich. umgehen? Ist das so, dass ich ein bisschen weiter unten zielen muss, weil das ein bisschen mehr Dings hat da? Ein Dings, weil Schrotgewehr. Dings. Das streut. Ja. Man haut aber vom Nahen unheimlich viel Schaden raus Also dafür. eher vom Nahen verwenden. Ja. Ja, vom Nahen. Kannst du aber auch auf Reichweite verwenden. Was ist denn dann, wenn meine Pistolenmuni zunichte ist oder mich viel zu viele Viecher angreifen? Genau, wenn viele dich angreifen, kannst du das sehr gut benutzen. So eigentlich. Ah! Ich guck gerade hier, ob hier oben was ist. Aber irgendwie, nee. Gut, wir müssen jetzt mal ins Haus. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir Ja. irgendwie Besuch bekommen. What's wrong? Be careful, they may still be here. Raten, die ist schon infiziert. Einfach gucken. Oh, ey. Ja, dann ist das spezielle Befehl. Weg da, Lena, nicht auf, nicht nahe, nicht nahe kommen. Ah. Ja, die Park. Viecher, die halten ziemlich viel aus. Hilfe, So. Park. Ja, ich bin ja schon da. Boah. Genau. Es können nämlich, wenn es schief läuft, können auch nämlich die Viecher mutieren. So, damit. Und die können dann so riesen Köpfe kriegen. Und dann haben wir, dann dürfen wir noch weiter drauf schießen. Da liegt Wo war das? was. Ah, noch eine Brandgranate. Ich glaube, hier Warte. durch war das, ne?
Ja. Oh gut, die haben nichts. Oh. Ah, mit der Munition sieht es aber ganz gut eigentlich aus. Ich habe gedacht, die wird. Oh, da kommen sie. Da könntest du zum Beispiel gut das Schrotgewehr benutzen oder die Brandgranate jetzt draufschmeißen können. Hätte ich. Ja. Woho! So. Der ist aber schön weggeschleudert. Na, bist du tot? Jo. Ja. Nachfragen, gleich antwortet er ja. Nee, glaube ich weniger, aber man kann es ja versuchen. Ey, Kollege, lebst du noch? Fick dich, du hast mich umgebracht! Oh, da hinten ist noch was, bevor wir weitergehen. Ja, ich drücke mal die falsche Taste. Ich drücke immer die falsche Taste, ich bin zu blöd zum Spielen, geht doch gar nicht. Ja, okay, geht schon. Gibt Schlimmeres. Guck mal, wir haben Aua-Bubu. Oh, nur ein bisschen. Oh, er ist ja mal voll der Horror. Dann spiel nicht die ersten Resident Evil-Teile. Ich glaube, dann kriegst du einen Schreck fürs Leben. Weil das ist hier noch, finde ich persönlich, ziemlich harmlos, oder? Harmlos statt harmlos verstanden. Es ist haarlos. Ich sehe keine Haare hier. Oh, hier sind Ratten. Die sind ja mal voll fett. Die kannst du sogar töten. Jetzt? Na, gut, ich war zu nah dran. Treff die nicht. Na, egal. Nee, Munitionsverschwendung. Was kommt denn da von oben? Nee, keine Ahnung, was das genau ist. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ist der vom Alpha-Team? Er ist schon tot. Ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er schon tot ist. Oh. Auch nochmal. Hat er sich gerade bewegt oder war das nur, weil ich durch ihn gelaufen bin? Wer? Wo? Wie? Was? Wann? Das Ding hier. Welches Ding hier? Das war nur, weil ich durchgelaufen bin. Okay. Ja, oder du holst mal hier Fass. Ey, hast du schon mal was von Ladies First gehört? Nein. Ist für mich ein komplett unbekannter Begriff. Arschloch. Immer wieder gerne. Da liegt Munition für dich. Ist denn jetzt so, als hätte ich nicht schon 20 mehr als du? Ich hab's da. Einmal rüber. Da ist nämlich noch eine Kiste. Können wir das nicht öffnen? Doch, können wir. Aber warum soll ich da rein, wenn ich erstmal noch Geld finde? Soll das Blut darstellen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube ja. Kurt, do you copy? We got the data.
That Alpha team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Da liegt eine Kiste. Mhm. Du, sie hat voll den Kussmund. Ist dir das aufgefallen? Die ist eh so ein bisschen sexistisch. Dann stand die Kiste aber auf dem Boden. Meins. Das ist MP-Munition gewesen. Oder so, ist mir auch egal. Ja, die Kiste stand vorhin auf dem Boden. Komischerweise. Ja, das ist komisch. Was mich hier so ein bisschen gerade gewundert hat. Da ist doch Munition. Hier. MP. Ah, sehr schön. Munition. Okay, mein Inventar ist voll. Das Bein von dem Typen bewegt sich. Was? Wie? Ja, guck mal da hin. Bein bewegt sich. Jo. Was geht denn bei dem? Es pulsiert. Machen das der lebt noch, wetten? Der lebt schon. Der lebt noch. Diese Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Der ist ja mal voll gruselig. Wieso bewegt sich sein Bein? Er spielt den Beat. Bum, 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 bum. Er hat noch, bevor er gestorben ist, einen fetten Beat gehört. Und ist dann eiskalt verreckt. Das glaube ich dir sofort. Ich sehe sogar von hier aus der Beine zittern. Krank. Irgendwie krank. Habe ich noch nie wirklich drauf geachtet. Nach unten. Irgendwo gibt's hier eine Stelle. Ah, hier. Ah, ich weiß, was hier für ein Endboss kommt. Oh Gott, nein, sag mal nicht. Ach, der ist recht easy eigentlich. Wenn man weiß, wie er geht. Wenn man weiß, wie er geht. Ich erklär's dir vorher, keine Angst. Immer schön nachladen. Bei dem brauchst du noch nicht mal Munition verschwenden. Ey, kannst du nicht einfach die Tür wieder zumachen? Ach guck mal, da liegt MP-Munition und normale Munition. Guck mal, ich hab genug Munition. Guck mal, ach. Scheiße, wo ist denn die her? Das ist MP-Munition. So. MP hast du immer viel. MP hast du immer viel Munition. Da liegt noch ein Toter. Mhm. Noch eine Leiche. Verdammt, gibt es keinen Überlebenden? Nö. So, jetzt müssen wir erstmal hier machen und suchen. Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Jawohl. Den gehen wir uns jetzt holen. Oh mein Gott, da kommt ein Mensch auf mich zu. Nein! Komm her. Du bist der Kerl. Du gehst vor. Ein Hochofen. Oder ein Brennofen. Will ich da jetzt nicht rein. Das Besondere. Oder zumindest. Gasflasche kann man bestimmt leicht umstoßen. Ja. Das Besondere wird gleich sein. Komm mal her, Lena. Dieses Schaltpult wird gleich sehr wichtig sein. Auf mein Kommando wirst du es drücken, bitte. Wieso? Wirst du dann sehen. Das heißt, ich soll hier stehen bleiben, während du irgendwas machst. Genau, kann sein, dass da viel gleich auch auf dich losgehen wird. Hier sind noch Kisten. Die können wir gleich alle einsammeln. Ich bin voll. Die können wir gleich alle in Ruhe einsammeln. Ist doch nur Geld. Oh. Wie viel Geld? Ich kann leider nicht sehen, wie viel Geld ich habe. Ah doch, stand doch gerade da. Ups. 5200 habe ich. Es ist im Prinzip nur eine schwarze Masse. Mehr ist das nicht.
Hey, das sieht aus wie so umdrehen, umdrehen, umdrehen und laufen, 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 laufen. Wow, falsche Richtung. Wow.